Ihr Lieben, willkommen zurück oder neu auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer gemeinsamen Me-Time. Die Ferrybox ist wieder da, die habe ich gesponsert bekommen, um sie euch zu zeigen. Und wenn dich das interessiert, dann immer schnapp den Kaffee und Keks, was auch immer dir gut tut. Und nach einem kurzen Intro sehen wir uns dann wieder. Ist das Wichtigste zuerst, wenn du neu bei mir bist, auf meinem Kanal und der Kanal dir natürlich auch gefällt, würde ich mich freuen, wenn du mir ein Abo da lässt. Für alle, die wieder eingeschaltet haben, schön, dass ihr da seid. Ich darf wieder, und es ist jeden Monat eine Überraschung, eine Freude an mich. Ich sage, liebes Team, liebes Ferrybox-Team, vielen lieben Dank. Darf ich für euch die Ferrybox öffnen, unboxen? Die kriege ich kostenfrei zur Verfügung gestellt und darf sie euch zeigen. Die Ferrybox ist eine Naturkosmetikbox mit tierversuchsfrei Produkten. Wir haben eigentlich immer 4 bis 5 Produkte und ein Goodie. Ich meine, sie versprechen immer 50 Euro Mindestwert. Den haben wir auch meistens. Ich wüsste nicht, dass wir da mal drunter waren. Und sie hat sich tatsächlich in den letzten Jahren so verbessert, dass ich sie einfach nur lieb gewonnen habe. Und ich empfehle euch die auch, weil ich tatsächlich der Meinung bin, durch die Ferrybox habe ich das eine oder andere Produkt schon kennen und lieben gelernt, was mir tatsächlich vielleicht entweder online oder in einem Geschäft gar nicht aufgefallen wäre. Ich hoffe, ihr habt euch einen Kaffee gestellt. Ja. Ich zeige sie euch sofort. Und zwar haben wir unsere allseits beliebte Milchtütenverpackung und einen Flyer. Bei dem Flyer steht alles drauf, was du wissen musst, was die Produkte machen sollen, was sie kosten, wie viel da enthalten ist. Sie haben noch einen kleinen Text dazu, den lese ich euch gleich jetzt vor. Und sie werden gepackt mit durch Menschen mit Beeinträchtigung. Herrgott sagt, ob ich das jemals noch lerne. Wir haben immer Maischips, die kannst du entsorgen im Biomüll oder mit Wasser. Aber ich empfehle im Biokompost und das zeige ich euch jetzt gleich mal. Wir haben immer so ein Schleifchen dran. So. Und das sind die sogenannten Maischips. Da ist nochmal ein Zettel dabei, wo drauf steht, wie du sie entsorgst und was denn das ist. Und jetzt schauen wir mal, was auf dem wundervollen Flyer so steht. Wir haben das Thema Happy Summer. Sommer, Sonne, Ferrybox. Egal ob Urlaub, Wochenende oder Feierabend, wir hoffen, du findest die Zeit, die warmen Tage des Jahres zu genießen und kannst für deine Unternehmung sicher einiges aus dieser Ferrybox gut nutzen. In diesem Sinne wünschen wir dir einen wundervollen August. Sehr schön geschrieben, muss ich sagen. Und das ist auch was, das ist nicht so langatmig, das ist kurz und knackig. Also sehr schön geschrieben. Ob wir dieses Jahr einen schönen Sommer haben, ist wahrscheinlich auch regionsbedingt sehr unterschiedlich. Wir waren ja am Wochenende bei der Jugendweihe. Heimschulung von meiner Nichte, also da war es von warm bis kalt bis stürmisch, alles dabei. Also für jeden Geschmack etwas. Und das ist tatsächlich in der Ferrybox auch für jeden Geschmack etwas dabei. Ich gebe mal den ersten Blick in die Box und ich sehe schon was, was mein Herz erwärmt, weil ich habe nämlich tatsächlich jetzt eine Haarbürste, die wirklich nicht mehr schön ausschaut, die eher so danach lächzt, den Müll zu begegnen. Deswegen finde ich es sehr schön, dass wir diesen Monat eine Bürste enthalten haben. Da ich aber ein Fan bei der Ferrybox bin, die Sachen nacheinander zu zeigen, fangen wir tatsächlich mit der Bürste an. So witzig. Es ist eine kleine Bürste, ja. Und zwar von Bambuvement wird es wahrscheinlich geschrieben. Der eine oder andere wird sagen, die ist zu klein, aber tatsächlich habe ich ja noch so drei Haare. Und da wird diese Größe wahrscheinlich für mich reichen. Vielleicht vom Anfassen her nicht. Ich werde sie testen, ich werde es ausprobieren. Und jetzt schauen wir mal, was sie dazu geschrieben haben. Die praktische Reise-Bambusbürste von Bambuvement findet einen Platz in jeder Tasche. Vegan, 6,99 Euro. Die umweltfreundliche Haarbürste besteht aus Bambus, der am schnellsten wachsenden Pflanze der Welt. Ich glaube, das haben wir vor 2 Jahren in jedem Video gesagt. Sie besteht aus mindestens 5 Jahre alten Mosu-Bambus, welcher unter optimalen Bedingungen bis zu 1 Meter pro Tag wächst. Oh, Wahnsinn. Hinter Bambuvement stehen die Brüder Ainu und Joshua aus Holland, die sich mit ihren nachhaltigen Unternehmen für einen plastikfreien Lebensstil stark machen. Bambuvement arbeitet mit der International Association of Human Wealth and in Reforestation
Projects, also kurz ERP, zusammen. Und für jeden Einkauf einer Bürste wird ein Baum gepflanzt. Das finde ich sehr schön, solange es nicht gerade vielleicht ein, wie heißen die, Palmblatt oder Palmfettblatt, Baumöl, keine Ahnung. Ich finde die sehr schön. Sicherlich klein, aber es ist ja ein Reiseutensil. 6,99 € finde ich auch völlig in Ordnung. Ich werde die auf jeden Fall mal testen. Und ja, also für meine Haare reicht das völlig aus, finde ich sehr schön. So, dann haben wir als nächstes, mal gucken, und zwar, was für die Haare. Herbalind Feuchtigkeitshaarmaske, Originalgröße 200 ml, Nature zertifiziert vegan, 7,95 €. Das schöne Schätzchen sieht so aus, ist mit Hanfsamenöl und grüner Tonerde für Regeneration in Geschmeidigkeit und trockenes Haar. Schauen wir mal. Oh, die riecht gut. Die riecht tatsächlich, ich hätte eher gesagt, orangig. Richtig angenehm, weil ich habe nämlich momentan eine von Mermaid and Me, die ist fast alle, deswegen habe ich die jetzt gleich aufgemacht. Die riecht auf jeden Fall sehr angenehm. Lokale Lieferanten, okay, 200 ml. Schauen wir mal, was dazu noch steht. Gönne deinen Haaren eine duftende Auszeit und verwöhne sie mit einer intensiv regenerierenden veganen Pflegeformel aus beruhigendem Bio-Hanf-Samenöl und mineralstoffreichen grüner Tonerde. Mit zusätzlichen natürlichen Fruchtzuckerbausteinen, unter anderem aus roter Beete, spendet die Haarmaske fühlbare Feuchtigkeit und verleiht dem Haar Glanz und Geschmeidigkeit. Also ich pflege mich jetzt mal kurz von innen. 3 Minuten einwirken lassen, zarter Duft gut ausspülen. Finde ich auf jeden Fall ein sehr spannendes, schönes Produkt. Das Grün finde ich immer ein bisschen merkwürdig. Aber ich sag mal, Tonerde hat ja auch sowas Grünes. Ich werde sie sehr gern testen. Sie hat auf jeden Fall einen sehr angenehmen Geruch. Da freue ich mich drauf, die zu testen. Und 200 ml, da kommst du eine Weile mit hin. Was mir tatsächlich nicht so gefällt, und das würde mich mal interessieren, wie ihr das macht. Unter der Dusche finde ich solche Tiege immer sehr, ja, weiß nicht, immer da so neilang. Da hat man das unter die Fingernägel. Ich mache das dann immer schon so. Und wenn die dann so feucht ist, dann rutscht ihr das von den Fingern. Finde ich manchmal Tuben besser, muss ich sagen. Aber da ist wieder die andere Problematik, dass natürlich aus Tuben du nicht alles herausbekommst. Dann ist diese Variante wieder besser. Schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Was präferiert ihr? Sowas im Tiegel oder eher eine Tube? Und schneidet ihr das auf? Die liebe Hanni tut das nämlich ab und zu mal machen. Und ja, wir testen die einfach mal und dann schauen wir mal, ob mir das taugt oder nicht. In der Box haben wir natürlich noch mal ein bisschen Werbung. Einmal von dieser Movement. Hier sieht man noch mal die zwei Gründer sozusagen. Und wenn Werbung drin ist, dann meistens so, dass auch dieses Produkt in der Box ist. Und bei diesen Herbalin, da gibt es natürlich noch andere Produkte. Und das finde ich ganz praktisch, wenn dann so ein Flyer dabei ist, weil dann kannst du nämlich schauen, was hat denn die Firma noch? Ich meine, die werden auf der Webseite noch viel mehr Produkte haben. Aber so als kleiner Überblick so für als Neukunde finde ich das tatsächlich nicht schlecht. So, dann haben wir, und ich glaube, die vermarkten wir schon mal. Ja genau, Puro Bio, ein Eyeshadow, kaltes Braun matt. Das wird man in eine Verlosung geben. Und zwar Originalgröße 2,5 Gramm. Ein wunderschönes Augen-Make-up sorgt der Bio-Lidschatten aus Italien. Dank der weichen und seidigen Textur lässt es sich leicht auftragen. Seine kräftige Farbgebung sorgt für intensive Augenblicke. Vegan 8,59 €. Ich meine, wir hatten den schon mal in Grün. Die sind sehr schön, muss ich sagen. Ich mag nur nicht so gern diese Mono-Lidschatten. Aber ich finde es sehr schön. Riecht auch nach gar nichts. Ein sehr schöner Herbstton. Aber je nachdem, wie viel Produkt du halt auf dem Pinsel verwendest, wird es halt heller oder dunkler. Ich glaube, da kann man sehr schöne Looks schminken. Aber der wird mir in eine Verlosung für euch gehen, weil ich bin nicht so der Mono-Lidschatten-Fan. Ich habe heute von Lancôme eine Palette drauf. Da habe ich auch einen braun. Ist jetzt aber schon fleckig, ist schon den ganzen Tag alt. Aber ein sehr schöner Farbton. So, dann haben wir was von, und zwar von Olution, das hatten wir auch schon mal, zumindest die Firma, eine matte, mattifying Face Cream. Okay, eine Creme, 30 ml vegan, oh,
34,21. Diese Tagescreme aus Frankreich sorgt mit ihren über 65 Bio-Pflanzenextrakten für einen matteren und feineren Teint. Okay. Zugleich wirkt sie selbstregulierend, glättend und schützt die Haut vor, mit Antioxidantien für Mischhaut und fettige Hauttypen. Lotion ist sehr teuer und ich meine, wir kennen dann immer die Eyeliner. Finde ich sehr spannend. So auf den ersten Blick hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es eine Gesichtscreme ist. Wir haben einen tollen Pumpi dran. Die werde ich auf jeden Fall mal probieren. Ah, schon vom Preis her, ja, ob sich das dann wirklich rentiert. Ich habe noch nichts Schlechtes von der Firma gehört. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass die mir sehr gut gefallen wird. Wir testen die einfach mal gemeinsam. So, dann habe ich was, und da habe ich erst gedacht, sind Chips, sind aber keine Chips, von der Firma Benecos Happy Cleansing Wipes. Originalgröße 25 Stück, vegan 2,99 €. Wir sind ja alle mehr oder weniger von diesen Reinigungstüchern so ein bisschen weggekommen, was ich auch gut finde. Es gibt immer noch Marken, die ich sehr liebe, aber aufgrund des Preises einfach nicht nachkaufe. Und das hat jetzt hier mit Aloe Vera. Das finde ich tatsächlich, wenn es mal schnell gehen muss, so schön. Wie gesagt, wir waren ja am Wochenende bei meinem Bruder und bei meinen Eltern. Und da hast du heute Abend auch nicht so die Lust und die Böcke, dich so abzuschminken. Dann ist dir, sag jetzt mal, der Cleansing-Vorgang sehr minimalistisch oder fast gar nicht vorhanden manchmal, was jetzt für der Haut nicht so super ist. Deswegen finde ich solche Tücher sehr schön, muss ich sagen. Ich kaufe sie mir tatsächlich gar nicht mehr. Und hier, was haben wir denn? Aloe Vera, okay, das passt, ohne Alkohol. Ja, schauen wir mal, ob die super sind. Ich finde sie optisch sehr süß, muss ich sagen, mit der Aloe und mit der hawaiianischen Blüte ist das, glaube ich. Finde ich auf jeden Fall schön. 25 Stück, damit kommt es auch eine Weile aus. Also von dem her alles gut, alles richtig gemacht. Und dann kommen wir zum letzten Produkt und da bin ich tatsächlich echt gespannt. Und zwar haben wir hier eine Reisegröße von der Firma Luvus, 30 ml vegan, 1,99 €. Ein mildes Shampoo mit ultra feiner Heilerde. Okay, schützt Fett und Schmutz gegen Kopfhaut. Ne, sie befreien die Kopfhaut und tun die abgestorbenen Hautschüppchen entfernen. Ein wertvolles Cannanolöl, okay, schützt vor Austrocknen und gut für die Kolorierung. Eine oder andere wird schon gefragt haben, warum meine Farbe so hell ist. Das ist bewusst. Ich werde ja dann irgendwann wieder ein bisschen heller, blonder. Werde aber zwischendurch wieder ein bisschen mehr Kupfer haben. Also ich bin da ein bisschen in der Experimentierphase. Ja, wie gesagt, wir haben ein Shampoo ohne Silikone von der Firma Luvus. Hab gar nicht gewusst, dass sie auch Shampoo haben. Finde ich sehr schön, werde ich sehr gern testen. Mir ist schon aufgefallen, dass Duschgele und Shampoos in letzter Zeit sehr wenig drin waren in den Boxen. In flüssiger Form, fester Form schon eher. Werde ich auf jeden Fall sehr gern testen. Was mich nämlich interessiert, ob diese Heilerde, ob die Rückstände auf der Kopfhaut hinterlassen, weil das kann sehr unangenehm und eklig sein. Bin ich gespannt, aber auch das werden wir gemeinsam mal testen, ausprobieren oder ihr werdet es in einem aufgebraucht sehen. Wir haben einen Gesamtwert von 62,72, also eine ordentliche Hausnummer. Wie gesagt, schaut mal auf die Webseite drauf. Es gibt da auch Einmalboxen, Geschenkboxen. Ich finde die Box wirklich gut. 19 €, das weiß ich mal, 90 oder 95 oder 99. Also 19, Punkt, Punkt. Ich schreibe es euch nochmal hin. Ich verlinke unten die Box immer. Es gibt so Dinge, die kann ich mir einfach nicht merken. Ich bin einfach zu alt. Ich habe tatsächlich am Wochenende überlegt, mit YouTube aufzuhören, weil ich mit einem Kooperationspartner nicht so netten Kontakt hatte. Und dann haben wir gesagt, können wir alle am Ende denken. Nein, alles gut. Ich werde nicht aufhören. Zumindest momentan nicht. Wie gesagt, ich bedanke mich beim Ferrybox-Team. Auch liebe Grüße an die Emmy, das ist der kleine Hund von denen. Ich freue mich jeden Monat über die Box und ich finde sie wirklich richtig gut. Es wird immer wieder das eine oder andere Produkt bei euch in Geschenk- oder Überraschungsverlosung landen. Deswegen könnt auch ihr immer mal da was testen. Seid da einfach gespannt. Ihr könnt auch gerne mal alte Videos anschauen, ob das jetzt interessant ist für den einen oder anderen. Ist dahingestellt, es geht ja darum, was hat denn die Ferrybox in letzter Zeit vielleicht schon für einen Inhalt gehabt? Das ist schon sehr interessant und auch bei TikTok zeige ich euch da immer einen Schnelldurchlauf, wenn ihr da mal schauen wollt. Also ich finde die Ferrybox sehr gut, muss ich sagen. Ich kann sie euch empfehlen, weil wir halt wirklich immer einen hohen Mehrwert haben und bedenkt, es kommt Weihnachten. Man kann ja jetzt schon mal anfangen, so ein paar Kleinigkeiten zusammenzusuchen, zusammen, dann ist Weihnachten nicht ganz so schlimm. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen
Hoffe, euch geht's gut. Wenn ihr Ferien habt, schöne Ferien. Wenn ihr Urlaub habt, schönen Urlaub. Wenn ihr Geburtstag hattet, nachträglich alles Gute. Bleibt immer schön gesund. Bis bald wieder, eure Heike.